Ja, Susanne Hornberger, Münchner Kirchenzeitung. Herr Bischof Betzing, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Und ich habe doch noch eine Frage, eine sehr persönliche Frage an Kardinal Marx. Herr Kardinal, ja, wie ist es so, wenn man dann seine Tasche wegrückt und, und dann doch irgendwie nach so langer Zeit, so viel Einsatz nach 6 Jahren, dann doch den Platz frei macht? Ist da nicht doch ein bisschen Wehmut dabei? Ja, die Entzugserscheinungen halten sich in Grenzen. Die Glocke, mit der ich läute, habe ich übergeben. Es gibt ein paar Dinge, das werde ich in den nächsten Wochen vielleicht spüren, die sich verändern. Aber ich bin innerlich jetzt nicht besonders emotional aufgewühlt, dass ich jetzt etwas vermissen müsste. Aber rückblickend muss ich sagen, es hat mir auch Freude gemacht. Und insofern, ja, ein bisschen Wehmut. Aber ich denke, das geht schnell vorüber bei den Aufgaben, die auf mich zukommen im Bistum und in Rom und wo auch immer.